einen wunderschönen wünsche ich euch. Wieder zurück in Deutschland. Und meinen Montag habe ich jetzt einfach mal begonnen mit richtig früh aufstehen und Meditation am Morgen. Das ist so diese Woche meine, wie sagt man, meine To-Do des Morgens, dass ich sehr früh aufstehen möchte, denn ich bin ziemlich schnell jemand, der lange schläft. Und ich will jetzt jeden Morgen meditieren. Heute war Tag Nummer 1 von 7. Mal schauen, wie ich das so die nächsten Tage durchziehe. Wobei, vielleicht am Wochenende mache ich es auch nicht. Mal schauen. Zumindest war ich jetzt die ganze Zeit auf dem Sofa, habe schon ein bisschen was am Laptop gemacht und mich jetzt gerade ein bisschen fertig gemacht. Ich muss jetzt unbedingt noch meinen Koffer zu Ende auspacken. Der steht nämlich schon seit Samstagabend hier. Und ja, dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Die Woche wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich sag nur, wir gehen in die Jochen Schweizer Arena und machen da so einen Skydiving-Flug. Wir bekommen Besuch von jemandem ganz, ganz Besonderen und ja. Ich würde sagen, das sieht auf jeden Fall schon gar nicht so schlecht aus. Ich habe die Seite vom Koffer hier schon komplett fertig. Wäsche ist auch schon in der Waschmaschine. Und jetzt müssen eigentlich nur noch die Schuhe hier wieder weg und dieser ganze Kleinkram. Aber ich muss persönlich sagen, ich finde den Kleinkram immer am schlimmsten, weil das ist immer dann so eine Tasche, in der gefühlt alles drin ist. Und solange es alles in der Tasche ist, ist es gut. Aber wenn man es wieder in der Wohnung verteilen muss, dann ciao. Irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Deswegen muss ich jetzt gleich mich mal daran machen und das irgendwie so einsortieren, dass das alles Sinn und Verstand hat. Und ja, ansonsten bin ich noch relativ entspannt angezogen mit einer Jogginghose und einem Oberteil, was ich, glaube ich, mal neu holen sollte. Denn wie ihr seht, Loch, Loch. Jetzt ist Florat gekommen. Ich war ein bisschen vertieft ins... Im Schlafen? Nee, im Koffer auspacken. Und jetzt sagst du gerade, du hast eine Überraschung. Ja, nicht wirklich eine Überraschung, aber wir schauen mal. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich liebe sowas. Ich musste mich jetzt ganz, ganz schnell fertig machen. Ich habe nämlich gerade noch meine Haare gewaschen gehabt. Und Flo meinte dann auf einmal nur so, wir gehen um halb los. Das waren gefühlt 5 Minuten. Mach dich fertig. Was sagt Flo gerade? Es kann auch sein, dass es voll der Reinfall wird. Ich kann es leider nicht versprechen. Wir schauen einfach mal. Ist nicht so, dass ich gerade die ganze Zeit am Newsletter dran saß und gearbeitet habe und mich jetzt mega schnell fertig gemacht habe, weil ich denke, das ist voll die Überraschung jetzt. Und dann sagt Flo so, ja, kann sein, dass es ein Reinfall wird. Ne? Ja, du kannst auch morgen früh um 6 Uhr weg. Ich gehe einfach wieder, wenn ich zur Arbeit fahre. Stehst du auf und machst weiter. Das mache ich sowieso. Ach so. Ja. Ja, also, der Beweis ist hier. Ihr wisst es alle, ich war heute Morgen schon meditieren und bin früh aufgestanden. Das ziehe ich jetzt die ganze Woche so durch. Das ziehe ich schon seit mehreren Jahren so durch. Ja, das ist ein Unterschied zwischen uns beiden. Oh Mann, ja. Naja, wir schauen jetzt mal. Ja, ich würde sagen, wir haben gefunden, wonach wir suchen. Alter, wer kauft sowas? Das ist doch krank. Da ist einfach der Fahrer rum. Flo, wo bist du? Das holen wir uns. Guck mal hier oben. Wer braucht das? Ey, krank. Guck mal da hinten rein. Okay. Wow. Der Kühlschrank ist größer als unserer hier. Wahnsinn, ey. Oh krass, wie so ein Hotel. Okay, das ist schon geil. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir erzählen euch auf jeden Fall demnächst nochmal in Ruhe, was für ein Vorhaben wir haben. Aber das ist jetzt einfach noch nicht groß spruchreif, deswegen kann man da nicht so viel drüber erzählen. Du kannst gerne kommen. Doch, du musst mithelfen. Na, komm her. Auf jeden Fall waren wir jetzt gerade noch schnell einkaufen. Wir waren eben bei Edeka und haben ein paar Sachen rausgeholt, weil wir jetzt Ofengemüse machen. Ich freue mich. Wir haben echt leckere Sachen geholt. Das sind eigentlich so Basic-Sachen, die man ja immer essen kann, sage ich mal, und immer holen kann. Also wir haben Champignons geholt, wir haben Zucchini, ein paar Karotten, dann haben wir hier noch eine Süßkartoffel drin, Feta und Kräuterquark. Das alles kommt quasi aufs Blech und der Kräuterquark ist dazu. Und dann wird das richtig yummy, oder? Richtig yummy, yummy, yummy.
Mal wieder mein Spruch, einen wunderschönen. Ja, wie sehe ich aus und wie spät ist es vor allem? Es ist schon 13 Uhr und ich bin richtig fleißig heute. Ich habe nämlich meinen Bürostuhl mit in die Küche genommen, / Wohnzimmer, und arbeite da schon den ganzen Tag am Laptop. War richtig fleißig am Newsletter und jetzt werden gerade neue Bilder gemacht für Minty & Posh Jewelry, denn wir schalten ein paar Werbeanzeigen und dafür brauchen wir nochmal neue Imagebilder. Und ich sage euch mal, wie das Ganze so richtig professionell aussieht. Wir haben ja kein Studio, deswegen muss hier die Kamera herhalten. Die habe ich hier vom Fenster direkt positioniert und noch Flo's Koffer und Schuhe. Aber auf jeden Fall habe ich eine der Ketten, die wir jetzt hier gerade haben, an so einen Schmuckständer geklebt. Und hier hängt die Kette jetzt quasi dran. Und das Endergebnis davon sieht echt cool aus. Ich habe im Hintergrund so eine Decke an so einen Stuhl gehangen. Und man denkt sich jetzt erstmal so, okay, so professional. Aber das Endergebnis der Kamera sieht wirklich vielversprechend aus. Es liegt ja immer an der Kamera und vor allem am Objektiv, wie die Bilder dann letzten Endes werden. Deswegen kann ich euch da mal ganz kurz ein Ergebnis zeigen, was wirklich, finde ich, ja, schon ganz cool aussieht. Tada! Ich fand das ganz cool, dass hier quasi noch der Stab von dem Schmuckständer lang geht und dann eben quasi hier die Kette hängt. Und ihr seht schon, die Unschärfe ist mega schön. Die Kette ist hier voll im Fokus und dadurch, dass quasi die Plissés hinter der Kamera sind, ist die Reflexion auch so schön auf die Kette und die wirft dann hier so einen schönen Schatten, aber hier eben das Licht hin, was mir sehr gut gefällt. Ja, und das mache ich jetzt quasi den ganzen Vormittag. Ich habe jetzt mal wieder angefangen, alles aufzuschreiben. Und zwar hat mir meine Mama diesen Planer hier zu Weihnachten geschenkt. Finde ich mega schön. Der ist von Seid Schreibkram-Manufaktur. Und hier vorne sind halt auch so Sticker drin. Und ich habe da jetzt quasi angefangen, reinzuschreiben, was immer so für die Woche halt wichtig ist. So, gestern habe ich da schon ein paar Sachen reingeschrieben und heute jetzt eben auch. Und womit ich mich heute auf jeden Fall ganz, ganz wichtig beschäftigen musste, war nämlich den Newsletter weiter zu bearbeiten. Der soll nämlich diese Woche noch rausgehen. Und eben die Facebook-Ad zum Thema Gravur, weil am Freitag ist ja Valentinstag und da soll jetzt eben noch eine Gravuranzeige kommen. Weiß jetzt gar nicht, ob euch das so krass interessiert, aber das ist tatsächlich mein Alltag unter der Woche. Also ich hänge sehr, sehr viel am PC und produziere sehr viel Content eben auch nicht unbedingt nur für Instagram, für Kleinstadt-Kuku, sondern mache halt alles an Content Creation und den Marketingbereich für Minty & Posh. Genau, und habe jetzt erstmal nur grob alles eingetragen, aber ich dachte, hier unten ist nämlich noch so ein Notizfeld und das werde ich nutzen, um mir aufzuschreiben, was diese Woche fertig werden muss. Also quasi trage ich mir jeden Tag einmal ein, was am Tag fertig werden muss und in der Woche, damit ich wirklich den Fokus darauf habe, Ende der Woche etwas geschafft zu haben. Weil manchmal kann es ja auch sein, dass das am Tag nur so kleine Aufgaben sind, die bewältigt werden müssen, aber die große Wochenaufgabe läuft dann über die ganze Woche irgendwie. Deswegen, mache ich jetzt auf jeden Fall weiter. Ich habe jetzt schon die Herzkette und jetzt muss ich gleich noch die Plättchenhalskette fotografieren, weil da nämlich die Gravur drauf visualisiert wird und die Herzplättchenhalskette, da kommt nämlich auch eine Gravur drauf und dann wird das eine Anzeige quasi. Ich sag euch ehrlich, ich habe ein bisschen Muffensausen. Wow, heute ist ein... Also ich freue mich auf den Tag schon die ganze Woche oder eigentlich seitdem ich das weiß. Flo und ich, wir machen gleich was richtig Cooles. Ja, und zwar kriegen wir gleich quasi das Gefühl einer Skydiving-Experience. Also wenn man aus diesem Flugzeug springt. Aber nur das Gefühl, wir springen hier aus dem Flugzeug. Aber wir machen was ganz, ganz anderes, sehr cooles. Und ich bin echt so nervös, dass ich jetzt schon dreimal mein Outfit gewechselt habe, so richtig unnötig. Aber ich wusste einfach nicht, was ich anziehen soll. Und deswegen habe ich jetzt einfach hier so ein Sport-BH angezogen mit dieser Sport-Leggings und darüber einfach so ein Pulli. Ich weiß gar nicht, ob wir uns vor Ort nochmal umziehen müssen, aber ich denke, das sehen wir gleich.
Wir sind raus aus der Jochen Schweizer Arena und es war spitze. Mega cool. Flo ist hier jetzt schon gerade den Grund der Zusammenarbeit quasi. Jochen Schweizer hat nämlich Inspirational Food mit Edeka zusammen rausgebracht. Auf jeden Fall mega geile Erfahrung. Wir haben Jochen Schweizer tatsächlich gerade noch kurz gesehen und ja, stehen vor seinem Auto, ne? Wie das so ist. Ja, aber können wir auf jeden Fall jedem empfehlen. Ich dachte zwischenzeitlich ganz kurz, ich mache mir in die Hosen, aber es war richtig cool. Einen wunderschönen. Mein Besuch ist da. Ich habe euch ja Anfang der Woche schon angekündigt, dass jemand ganz Besonderes kommt. Und es ist hoher Besuch aus Hamburg. Yeah. Ne? Diana ist da und wir sind tatsächlich jetzt schon mal direkt in die Berge gefahren. Und gehen jetzt im Sears Café frühstücken. Um 11? 12? Wie spät ist das eigentlich? Ich weiß gar nicht. Es ist auf jeden Fall schon ein spätes Frühstück. Ja.